Hi, ja, heute gibt es wieder mal einen DM-Haul von mir. Ich weiß, ich bin ein großer DM-Suchtel, aber ich kann da gar nichts dagegen machen und ich muss da immer wieder hin. DM ist meine Sucht Nummer 1. Ja, gut, dann fangen wir gleich mal an mit dem Lippenstift, den ich auf den Lippen trage. Das ist dieser hier von P2 aus der Matte Deluxe-Reihe. Das ist ein sehr dunkles Weinrot. Und ja, also es geht so ein bisschen ins Bärige, aber schon noch eher weinrotmäßiger. Und das ist jetzt mein liebster, dunkelster weinroter Lippenstift. Eigentlich mochte ich den von P2 immer am allerliebsten. Das war der 100 Oxford Street. Den mag ich nach wie vor auch noch, aber das ist so die matte Variante davon. Und ich finde ihn sehr schön. Das einzige Manko davon ist, dass er sehr schwer aufzutragen ist. Also man braucht wirklich einen Lippenpinsel, um da mal die Kontur ziehen zu können. Und bei dem Auftrag ist es auch recht schwierig, weil er eben nicht cremig ist. Und ja, das macht es nicht ganz einfach. Und deswegen habe ich mir auch nur einen aus dieser Reihe geholt, weil ich eben so überzeugt war von dieser Farbe. Dann habe ich mir von P2, das ist glaube ich neu, den Prepare Your Lips Lip Base gekauft. Darauf steht pflegende Lippengrundierung zur optimalen Haltbarkeit von Lippenstift oder Lipgloss mit pudrigem Finish und zartem Vanillearoma. Und der sieht so aus und so leicht rosa. Ich bin mal gespannt, wie der so ist. Ich habe den mir gekauft für vor allem für matte Lippenstifte, dass sie halt so einen pflegenden Effekt drunter haben. Ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert, weil wenn man einen Lippenpflegestift drunter gibt, dann glänzt das immer so und man kann auch diesen matten Effekt nicht mehr so haben wie vorher. Deswegen dachte ich mir, mit so einem pudrigen Finish und es ist trotzdem irgendwie pflegend, kann man das bestimmt gut für diese matten Lippenstifte benutzen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir von Max Factor den Kohlkajal in 090 Natural Glaze gekauft. Der ist für die Wasserlinie besonders gut geeignet, weil er eben nicht so hart aussieht wie ein weißer Stift und trotzdem einfach so ein bisschen Frische zaubert im Gesicht, eben durch diese Helligkeit unter den Augen, also auf der Wasserlinie. Und wenn man hier eben Kajal trägt, auf der Wasserlinie sieht das immer kleiner aus beim Auge, deswegen ist sowas einfach viel, viel besser. Dann habe ich mir von Catrice auch eine sehr gehypte Mascara gekauft. Das ist die Glamour Doll Volume Mascara in Waterproof. Also ich kaufe mir in letzter Zeit nur noch Waterproof Mascaras, da ich kein Problem habe, die abzubekommen mit diesem Rivaldi Loop Augen-Make-up-Entferner in ölhaltig, wo man so schütteln muss mit diesen zwei Phasen. Deswegen ist mir das eigentlich total egal, ob das Waterproof ist oder nicht. Aber es ist eben so, dass die Waterproofs meistens besser halten, nicht krümeln und den Schwung einfach besser halten. Also dann nehme ich lieber das hier. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Maybelline The Rocket Mascara, aber ich dachte mir jetzt, komm, die wird auch so gehypt und dann probierst du die jetzt auch mal aus. Und ich glaube, ich hatte noch nie eine Catrice Wimperntusche. Ist mir dann mal so aufgefallen, weil ich kannte die alle gar nicht, wo da standen. Bin ja mal gespannt. Dann habe ich mir von Alverde die Clear Creme Waschcreme Heilerde gekauft. Das ist die, die ich schon immer und ewig benutze. Also das dürfte bestimmt meine vierte oder fünfte Tube sein. Und die ist eben so super gegen Pickelchen und ja, das beste Produkt von ganz Alverde, finde ich irgendwie. Dann habe ich mir das hier gekauft. Viele werden das kennen, sehr, sehr viele. Das ist ein kleiner Tangle Teaser. Also ich habe eigentlich nicht das Problem, wie anscheinend sehr viele andere, dass wenn man die Haare gewaschen hat, sie danach durchbürsten möchte und sie dann so verknoten. Also das Problem habe ich überhaupt nicht. Ich kann da mit einem großen Kamm oder mit einer Bürste ganz einfach durchgehen. Und ich habe das Problem einfach nicht. Deswegen habe ich es auch nicht eingesehen, mir einen Tangle-Teaser für um die 15 Euro zu kaufen bei DM. Aber so nach und nach ist mir aufgefallen, dass ich unterwegs gerne etwas hätte, wie eine kleine Bürste oder so. Und einige Freundinnen das von mir auch immer dabei haben. Aber ich wollte auch mal meine eigene. Und dann habe ich gedacht, ja, so ein kleiner Tangle-Teaser wäre nicht schlecht. Vor allem, weil es nicht so groß ist wie normale. Also der ist so groß wie eine Handfläche ungefähr, falls ihr das so seht. Und der ist halt eben so schwarz-gold. Das sieht total edel aus. Und ja, die Form ist auch ein bisschen anders, finde ich. So ein bisschen gewellter und spitzer. Ja, und diese Borsten gehen dann auch nicht kaputt, weil hier nochmal so ein Schutz dabei ist. Den kann man hier dann reinstecken. Und dann verbiegen die nicht in der Tasche oder so. Von dem her sehr praktisch und dann wollte ich ihn eben doch haben.
Was ja auch so ein Hype ist im Moment, sind diese Baby Lips von Maybelline. Ich habe die auch gleich am Anfang schon entdeckt gehabt, habe mir aber bis heute noch gar keine davon gekauft, weil ich schon mal einen davon hatte. Also nicht genau den von diesen vieren, aber einen aus dieser Reihe. Das war so der erste Testlauf, glaube ich, von Maybelline. Da war das gekoppelt mit der Volume Express Mascara, dieser gelben. Und daneben dran war es so ein pink-gelber, mit so Klebeband dazu getaped irgendwie. Und ich wollte diese Mascara sowieso und habe dann halt den Baby Lips mitgetestet. Und damals war dieser Hype ja auch schon mega und die gab es ja bei uns noch nicht. Und da fand ich den schon gar nicht gut. Also er hat so nach Mango gerochen, das fand ich sehr gut. Aber der Pflegeeffekt war eigentlich irgendwie wie jeder Balea-Lippenbalsam und so. Also nichts Besonderes. Deswegen habe ich es mir erstmal verkniffen, mir diese Baby Lips zuzulegen. Und wie ich auch schon rausgehört habe, sind die auch nicht so toll, ne? Also ja, gut, jedem das seine. Aber ich glaube, dabei habe ich echt nichts verpasst mit den Baby Lips, dass ich die jetzt nicht habe. Dann habe ich mir so ein Set ausgesucht. Das habe ich durch Zufall entdeckt, weil manchmal hat DM so über den Shampoos oder allgemein auf den Regalen solche Sets und Geschenkesets und keine Ahnung was, aussortierte Sachen hingestellt. Und dabei habe ich das hier entdeckt. Das ist so ein Kooperationspackage mit Venus Gillette. Einmal diesen Rasierer. Ich hatte ja zuletzt den von P2. Nee, Quatsch. Nicht von P2. Von Balea. So ein Sommer Edition Ding. Und der war auch richtig gut, aber der ist nach einer Weile ganz schnell gerostet, was meine anderen von Wilkinson und Venus nie gemacht haben. Oder sehr spät erst. Und dann wurde der auch sehr schnell stumpf. Also auch viel schneller als andere. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, den kaufst du dir jetzt aber nicht jedes Mal nach, diese Klingen vor allem. Und dann war das sehr praktisch, dass es jetzt eben dieses Set gab. Einmal mit dieser goldenen Variante, die hatte ich jetzt noch nicht. Und einmal mit einer Mascara von Max Factor, der 2000 Calories Mascara. Und dann dachte ich mir, ja komm, die holst du dir jetzt zusammen. Weil allein schon dieser Rasierer alleine genauso viel kostet wie das Set mit der Mascara. Also, dann lieber das Set natürlich. Dann habe ich mir Reinigungstücher von Nivea gekauft. Eigentlich bin ich auch der totale Balea-Anhänger in dieser Sache mit den Reinigungstüchern. Aber ich hatte so Lust auf was, was typisch Nivea-mäßig riecht. Und da kam das eigentlich gerade wie gerufen. Und ich glaube, die riechen auch wirklich gut. Oh ja. Oh, ich liebe den Duft von Nivea. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich weiß jetzt halt nicht, wie dieser Effekt ist von den Tüchern. Aber ich liebe den Duft von Nivea. Dann habe ich mir von Balea, die kaufe ich auch sehr oft nach, diese Fleece-Sohlen gekauft. Das sind so zwei Stück drin natürlich, braucht man ja auch zwei. Die macht man sich in den Schuh rein und dann ist es viel, viel wärmer und angenehmer in diesem Schuh. Und ich finde das richtig gut, dass es sowas gibt von Balea. Die sind auch richtig günstig im Vergleich zu anderen so Sohlen, die man extra in Schuhgeschäften kaufen kann. Und ja, finde ich sehr, sehr toll. Kaufe ich immer mal wieder welche ein und lege die dann in die Schuhe. Und man fühlt sich einfach wohler. Das ist viel wärmer und angenehmer in dem Schuh dann zu laufen. Und ja, einfach top. Aber man sollte beachten, dass man die so nach 6 bis 8 Wochen vielleicht mal wechselt. Weil wenn man da jeden Tag drin läuft, ja, also die sehen dann irgendwann komisch aus und fangen an zu fusseln ein bisschen. Aber ansonsten sind die echt tops für die 6 bis 8 Wochen, die man sie eben benutzt. Und würde ich immer wieder nachkaufen. Dann habe ich noch neu ausprobiert, oder ich probiere sie jetzt aus, besser gesagt, von Balea diese Thermosohlen. Die hatte ich bis jetzt noch nicht. Die sind noch ein bisschen anders gefüttert. Hier seitlich, ein kleines bisschen anders. Und ich weiß nicht, wenn es so richtig kalt ist, ob die was bringen. Aber ich glaube, besser als nichts sind die auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, wenn ich die mal ausprobieren werde. Dann habe ich mir als Deko diese süße Eule gekauft. Oh mein Gott, ich liebe kleine Eulen. Und diese hier ist ja mal mega süß, oder? Voll niedlich. Und ich konnte die nicht stehen lassen. Die hat nur, glaube ich, 2 Euro gekostet. Und ist die nicht putzig? Und ich als kleiner Eulenfreak, da musste die auf jeden Fall mit. Dann, wenn wir schon bei Deko sind, habe ich noch so Servietten gekauft. Also die nehme ich natürlich nicht als normale Servietten, dafür sind sie mir viel zu schade. Ich nehme die dann schon so als Deko-Servietten. Irgendwas findet sich da immer und ich konnte mich nicht entscheiden von den zwei Motiven. Deswegen habe ich einfach beide genommen.
Dann habe ich mir solche Riegel gekauft, mehrere davon, nehme ich auch sehr oft mit. Die wollte ich euch jetzt auch mal unbedingt zeigen, weil ich jetzt schon viele durchprobiert habe. Das sind die Professional Eiweißriegel, diese rot-schwarzen, mit der Geschmacksrichtung Joghurt. Und die liebe ich. Also die habe ich immer in der Tasche. Die sind, glaube ich, eigentlich gedacht, wenn man Sport macht und irgendwie mehr Eiweiß zu sich nimmt in der Ernährung oder generell irgendwie mehr Eiweiß braucht oder will. Dann sind die sehr gut, weil die eben 35% Protein haben, also Eiweiß. Aber man kann die auch so essen, wenn man es damit eben nicht übertreibt, so ein maximal pro Tag. Und ich schleppe die halt immer in meiner Tasche mit rum. Und ich mag die eben sehr gerne für zwischendurch. Wenn ich mal keine Zeit habe, richtig zu essen oder so, dann nehme ich so einen Eiweißriegel. Dann habe ich mir von Alnatura diesen Ahornsirup gekauft. Da schleiche ich auch schon länger drum herum. Ich liebe Ahornsirup. Also ich habe das früher sehr, sehr gerne mit ins Müsli getan oder auf alles Mögliche drauf gemacht und habe das jetzt schon länger nicht mehr gegessen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt probierst du mal den von Alnatura. Was mir nur nicht ganz so schlüssig war, ist, warum hier Grad A steht. Und es gab noch eins, das hieß Grad C und war ein kleines bisschen höher. Und ich weiß nicht genau, was ist da besser oder schlechter oder was ist der Unterschied davon. Es steht auch hinten nicht drauf. Keine Ahnung, aber ich bin sehr froh, dass ich wieder Ahornsirup habe und ich hoffe, dass der gut schmeckt. Und ja, ich bin Ahornsirup-süchtig. Ich liebe Ahornsirup. Dann habe ich mir noch von Alnatura meinen Sojadrink Vanille wieder gekauft. Oh, endlich. Hatte ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Und ich liebe das, wenn man das noch mit ins Müsli tut, hat das so einen schönen Vanillegeschmack. Und ja, Sojadrink, lecker Schmecker, richtig gut. Ja, das war's dann mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!